Bielefeld und mehr. Hallo meine lieben Freunde, ich befinde mich hier an der Arthur-Ladebeck-Straße. Hier ist das Gelände von Dr. Oetker und hier ist das Gebiet Bohlbrinker. Dazu hatte ich vor ein paar Jahren mal ein Video gemacht. Ja, es gab hier früher ein Wasserreservoir, es gab hier eine Radrennbahn und alles Mögliche. Jetzt ist es immer noch eine Art Wasserspeicherfläche, eine Art Regenrückhaltebecken, so heißt es, glaube ich. Aber heute möchte ich euch etwas anderes zeigen. Vorab noch ein Blick hier auf die Tafel, die alles erklärt. Wenn ihr es genau wissen wollt mit der Geschichte, einfach das Video pausieren. Okay, ich blende eben die GPS-Koordinaten dieses Ortes ein und dann geht es weiter zum eigentlichen Ziel. Hier die große Fläche, wo früher die Radrennbahn war. Und jetzt ist es, wie gesagt, ein Regenrückhaltebecken. Da hinten die Sparrenburg. Ja, das ist ganz interessant hier. Da hinten ist auch ein Spielplatz gemacht worden und so. Und hier sieht man den Wasserzulauf oder Ablauf des Regenrückhaltebeckens. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist die Fitnessbank, von der ich jetzt heute in der Zeitung gelesen habe. Und da dachte ich mir, die schaue ich mir mal an und zeige sie euch. Und dafür gehen wir jetzt hier rum. Und da sind wir schon. Hier vorne zwei Metallskulpturen. Männer auf großen Fahrrädern, was an die Zeit erinnern soll, als es hier eine Radrennbahn gab. Und hier haben wir die Fitnessbank, dankenswerterweise gestiftet von der Bielefelder Bürgerstiftung. Es handelt sich um eine Bank, wo einem diverse Übungen erklärt werden, die man hier machen kann, um sich fit zu halten. Das Ganze ist ein wenig ähnlich wie früher die Fitnesspfade, die Trimm-dich-Pfade in den Wäldern, die damals in den 70er Jahren angelegt worden sind. Die sind aber mittlerweile leider größtenteils verfallen und verkommen lassen von den Städten und Gemeinden. Da hat wohl oft das Geld gefehlt oder der Wille, um das instand zu halten. Also diese Trimm-dich-Pfade gibt es meistens nur noch in Kurorten, dass sie auch wirklich instand gehalten werden. Aber hier haben wir jetzt diese Fitnessbank mit allerhand Dingen, die man entdecken kann. Links diese Fläche, die etwas niedriger ist. Hier unten gibt es Haken. Obendrauf diese blauen Plastikdinge, Griffe, also so einiges, was man dann bestimmt für diese ganzen Übungen verwenden kann. Im Prinzip eine schöne Idee und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier bei schönem Wetter ein paar Runden um dieses Regenrückhaltebecken joggt und dann ab und zu hier seine Übungen macht. Die Frage ist halt nur, wie immer bei solchen Dingen, wie lange wird es dauern, bis das Ganze dann voller Graffitis und Kritzeleien und sonstiger Beschädigungen ist? Also, ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, aber leider sagt mir die Erfahrung, dass das meistens nur eine Frage der Zeit ist. Ja, das wollte ich euch heute zeigen. Die neue Fitnessbank in Bielefeld. Ich blende auch hiervon jetzt noch die GPS-Koordinaten ein. Ich habe es ja schon in einigen Videos gesagt, meine GPS-Angaben sind immer auf 5 Meter genau. Das heißt, wenn ihr denen folgt, werdet ihr die entsprechenden Orte auch bestimmt finden. Nein, es ist nicht vorbei! Es ist nicht vorbei! Es beginnt erst! Ein kleiner Nachtrag noch. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch das andere Ende dieses Regenrückhaltebeckens. Mit dem wirklich sehr schön gemachten Spielplatz. Wir befinden uns hier quasi zwischen Arthur-Ladebeck-Straße und Ostwestfalen-Damm bzw. Bahnstrecke. Ja,
Hier ist der Spielplatz. Da haben wir zwei Schaukeln, eine Rutsche, ein Kletternetz, nenne ich es mal, und diverse andere Dinge. Hier vorne ebenfalls Einrichtungen, die wohl dem Hochwasserschutz dienen. Hier führt eine Treppe runter und da vorne ist etwas eingegittert. Und hier ist auch eine Art Schacht, der in die Tiefe führt. Und neben dem Spielplatz haben wir auch dieses kleine Bächlein, das hier fließt. Ihr könnt selber sehen, wie das Wasser hier aus der Erde kommt, beziehungsweise aus diesem Steinsockel, der da eingebaut ist, und dann dort entlang fließt. Irgendwo unter uns verläuft ja wahrscheinlich auch die Lutter, die schon kurz nach ihrer Quelle im Bereich Bielefeld-Quelle, wahrscheinlich heißt der Stadtteil deswegen so, unterirdisch verrohrt wird und dann parallel zur Arthur-Ladebeck-Straße fließt, bis sie im Bereich der Kunsthalle wieder an die Oberfläche kommt. Da, wo an der Kreuzstraße dieses Männerwohnheim ist. Ja, also hier fließt dieses Bächlein. Da verschwindet es erneut. Aber es geht noch ein Stück weiter. Und zwar hier. Dort fließt es dann runter in den Untergrund, vielleicht ja auch in die Lutter. Okay, so viel zum Gebiet Wolbrinker. Da gibt es ja wie gesagt schon ein Video von mir zu und zu dieser neu aufgestellten Fitnessbank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu Arminia Bielefeld und zu den Bielefelder Sehenswürdigkeiten.